Wie war das eigentlich, als ihr euch kennengelernt habt, du und die Bertha? Hör mal, die Bertha und ich, als ich das erste Mal gesehen habe, auf der Weide, bei Sonnenstrahlen, ich guck sie an, sie guckt mich an, sie hat direkt ein Auge auf mich geworfen und das machen wir heute. Ein leckeres Ribeye Steak. Auf die Bertha. Habt ihr schon mal in so schöne Augen geblickt? Also, die Bertha hat wirklich die schönsten Augen auf der Welt, das muss ich schon sagen. Das schönste Fettauge, was ich je gesehen habe. Ja, und die Profis unter euch, wenn ihr es wahrscheinlich an der Stelle jetzt mal auch merken, dass das hier nicht der Originalton ist. Klatsch. Der wurde aus irgendeinem Grund nicht aufgenommen. Ich sitze jetzt hier, guck mir das Video an. Und du musst den gesamten Ton wieder erneut ins Mikro sprechen. Jetzt schneiden wir uns die Steaks zurecht. Und ihr fragt euch vielleicht, wie viel noch fehlt, bis Pablo jemanden für diese hier zur Rechenschaft ziehen wird. Ich schätze mal, ja, so viel nur noch. Guckt euch mal dieses wunderschöne Fleisch von der Bertha an. Dieses traumhafte Fettauge, in dem man sich verlieren kann. Klatsch! Papa drückt auch gerne mal Auge zu. Ja, mal gucken, wie lange noch. Jetzt legen wir die Steaks in eine Form rein, um sie zu marinieren. Nun streuen wir etwas von unserem sehr günstig erscheinenden Backalten Ursalz drüber. Und nun kommt ein bisschen Hanföl über das Fleisch für den besonderen Geschmack. Da das Hanföl einen sehr starken Eigengeschmack hat, wollen wir es noch ein bisschen mit Sonnenblumenöl vermengen. Jetzt kommt ein bisschen Frischhaltefolie drüber und dann lassen wir die Marinade einen Tag lang ins Fleisch einziehen. Ding! Klong! Oh! Da ist Pablo die Flasche umgefallen. Genauso wie der Tontechniker beim nächsten Fehler umfallen wird. Ja. So, Pablo hat viel Talente, unter anderem auch Synchronsprechen, wie wir gerade gesehen haben. Aber jetzt packen wir die Bertha erstmal auf den Grill drauf, denn wir haben Hunger und wir wollen essen. Guck mal hier unser Fleisch, richtig schön. Das packen wir uns schön auf unseren Grill drauf. Und mit dir welche Fragen? Hör mal, Pablo. Du redest was von Auge. Ribeye heißt Ribeye wegen diesem Fettauge hier vorne. Das ist das Fettauge. Und deswegen nennt man das Stück Fleisch Ribeye, wegen dem Fettauge. Und nicht, weil die Bertha ein Auge auf mich geworfen hat. Ich meine, klar, natürlich auch, aber fachlich gesehen wegen dem Ribeye, dem Fettauge. Natürlich, wie immer, in der Zeit, in der das Fleisch am Grillen ist, kann man auch hier bei uns, weil wir haben einen sehr guten Grill, den Deckel schließen. Hier oben die Öffnung ein bisschen aufmachen. Und die Zeit müssen wir natürlich sinnvoll nutzen.
So, dann gucken wir mal. Ah. Wunderbar. Wunderschönes, gegartes Fleisch. Es gibt nichts Besseres. Einfach unglaublich. Beim Grillen, ein Mann darf ruhig weinen. Ist gar kein Problem. Denn wenn erstmal die Tränen eines Mannes sich entwickeln, beim Grillen natürlich Voraussetzung, heißt das, dass das Grillfleisch definitiv zu 100% lecker sein wird. Ja, was soll ich euch sagen? Manche würden behaupten, Pablo hätte sein Mikro beim Pinkeln ausgemacht und hinterher vergessen, es wieder einzuschalten. Aber ganz ehrlich, guckt euch diese perfekten Ribeye Steaks an. Glaubt ihr, dass jemand, der so etwas zubereiten kann, vergisst, sein Mikro einzuschalten? Eben, ich glaube nicht. Und jetzt kommt noch ein wenig Salz dran. Und natürlich, was nicht fehlen darf, mein Profi-Move. Tschakka. Und dann können wir mal vorkosten. Und jetzt guckt euch dieses geile Fleisch an. Sieht das nicht heftig aus? Richtig lecker. Erstmal anschneiden. Ja, und dann erstmal probieren, ne? Pah. Unglaublich. Die Bertha hat einfach die leckersten Augen, die es gibt. Hammer. Richtig geil. Boah, natürlich ein bisschen heiß, aber ist nicht schlimm. Kriegen wir alles hin. So, und zum Glück haben wir noch einen Sound von der zweiten Kamera, den ihr gleich hört, damit ich so eine nicht mehr hier machen muss, denn Pablo hat viel Besseres zu tun. Und dieses Fleisch schmeckt einfach göttlich geil. Und da das hier kein Gelaber ist, sondern Retalk, bin ich nicht der Einzige mit der Meinung, sondern auch mein kreuzer Gehilfe ist derselbe Meinung wie ich. Ist das jetzt für Gustavo? Ja, selbstverständlich. Ja, natürlich. Sehr gut. Natürlich. Und? Was sagst du? Hervorragend. Kannst du das nachvollziehen, dass wir viel mehr Leute haben, die unsere Videos gucken, als Abonnenten? Immer. Das Ding ist, diese ganzen tausend Leute oder Millionen Leute, die uns angucken, die abonniere ich direkt, weißt du? Weil die wollen das gucken, so, ah, okay, was macht ihr so für Content? Ist der lustig? Ist der gut? Ist der unterhaltet der mich so? Und ganz ehrlich, wenn ihr wisst, was gut für euch ist, und kommentiert, was ihr wollt, ist mir egal, kommentiert, was ihr wollt. Und wenn da steht, erstmal, ist mir scheißegal.